Borussia Dortmund, Schalke 04 4:4. Dortmund gibt sicheren Derby-Sieg noch her. Ein Befreiungsschlag für den angezählten BVB-Trainer Peter Bosz sieht anders aus. In einem spektakulären Revierderby hat Borussia Dortmund eine 4-Tore-Führung gegen Schalke 04 noch verspielt. Die Dortmunder im freien Fall, die Königsblauen als erster Bayern-Verfolger auf der Erfolgswelle, so gingen die beiden Duellanten in die Partie. Doch die Königsblauen überdrehten zunächst komplett, lagen zur Pause bereits 0:4 hinten und schafften es dann aber mit einer unglaublichen Moral, noch ein 4:4 zu erreichen. Sehr, sehr enttäuschend. BVB-Coach Bosz war nach der Partie am WDR2-Mikrofon fassungslos. Wenn ein 4:0 hergibt, ist das einfach nur sehr, sehr enttäuschend. Das darf einfach nicht passieren. Später lieferte er eine Erklärung: Wir haben keinen Fußball mehr gespielt, waren zu schnell den Ball los. Haben die Räume nicht genutzt, als Schalke nach vorne gespielt hat. Und wie die Tore entstanden sind, so einfach darf das nicht gehen. Sein Kollege Domenico Tedesco war tief beeindruckt. Ganz, ganz schwierig, nannte er die Anfangsphase, die Dortmunder haben uns überrannt. Jeder Schuss ein Treffer. Das war nicht einfach, das Weg zu stecken. Nach 20 Minuten standen wir schon mit dem Rücken zur Wand. Nach dem 0:4 war ein Ausgleich eigentlich nicht mehr realistisch, erst nach dem 1:4 und 2:4 fängst du an nachzudenken. Spätestens nach dem dritten Tor haben aber alle dran geglaubt. Schalke mit überharten Zweikämpfen von der ersten Minute war spürbar, dass es die Schalker gegen verunsicherte Dortmunder über knallhartes Zweikampfverhalten regeln wollten. Doch sie traten sich damit nur selbst aus dem Rhythmus und bekamen überhaupt keine spielerische Linie in ihre Angriffsbemühungen. Audio starten, abbrechen mit Eskipappe Schalkes Fährmann, pure Emotionen, das war der absolute Wahnsinn. Sportschau, 24.11.2017, 1:27 mindestens. Ganz anders die Dortmunder. Die zuletzt so gescholtene Angriffsdiva Pierre-Emerick Aubameyang nutzte bereits in der 12. Minute seine erste Chance zum Führungstreffer. Am zweiten Pfosten drückte er im Gewühl den Ball zwar mit der Hand über die Linie, Schiedsrichter Dennis Aitekin wertete die Aktion aber als unabsichtlich. Kjara kommt ohne Platzverweise davon. In der Folge meinte es der Unparteiische, aber auch gut mit den Königsblauen. Wesley Mckennie und Thilo Kjaer waren dem Platzverweis sehr nahe, Aitekin ließ aber Gnade vor Recht ergehen, vor allem Kjaer hätte bereits für sein erstes Foul an Nurisa in Rot sehen können, für sein zweites überhartes Einsteigen gegen Andrei Jarmolenko war dann die Hinausstellung überfällig, der Schiedsrichter drückte aber beide Augen zu. Vom BVB konnte man das nicht behaupten, binnen wenigen Minuten nahmen sie ihren Erzrivalen nach allen Regeln der Kunst auseinander. Erst spitzelte Benjamin Stamboli die Kugel nach einem Freistoß von Sain über die eigene Torlinie, 18.